Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserer Webinarreihe, in unserer verkehrspolitischen Webinarreihe der Grünen Bayerischen Landtagsfraktion, die ich für meine Fraktion hier leiten darf. Sehr, dass wir mit dem heutigen Abend wieder ein sehr, sehr großes Auditorium haben. Wir sind ja jetzt in so gewissen Übergangssituationen sozusagen von Pandemie, hoffentlich in einen einigermaßen normalen Sommer, wo wir auch wieder physisch zusammenkommen können, physische Veranstaltungen haben werden. Wir machen heute schon mal so ein Mittelding, stellen uns schon mal vor, wir wären in einem großen Halle. Die bräuchten wir tatsächlich. 200 Stühle haben wir hergerichtet, denn wir haben 180 Anmeldungen. Erfahrungsgemäß kommt etlichen was dazwischen, aber 108 sind schon da. Das heißt, der Saal füllt sich, Sie können Platz nehmen, bis die Letzten hereinkommen. Überbrücke ich die Zeit mit dem Protokoll sozusagen, denn wir haben tatsächlich viele, viele Verbände, Unternehmen, Organisationen heute zu Gast, was mich sehr freut, was uns alle sehr ehrt, dass Sie heute uns sich mit der grünen Eisenbahnpolitik beschäftigen möchten. Herzlich willkommen heißen darf ich für eine ganze Reihe von Verkehrsunternehmen, vor allem natürlich Eisenbahnunternehmen. Es sind Vertreter der Deutschen Bahn da, Herr Kraller, Herr Fritz. Diejenigen, die sich mit offiziellem Account angemeldet haben, erlaube ich mir dann auch vielleicht namentlich rauszugreifen. Eine wenige, wie zum Beispiel Go Ahead, Herr Amini. Auch von Agilis sind Vertreter da, auch von nicht bundeseigenen Eisenbahnen. Reaktivierungsprojekte sozusagen haben wir Vertreter bei uns, beispielsweise Bayern Bahn, Herr Braun, Ilstal Bahn, Herr Schempf, freut mich sehr. Aber auch Stadtwerke München, MVV, Münchner Verkehrsverbund, Herr Rosenbusch, der Flughafen München ist da, die Landeshauptstadt München mit VertreterInnen aus dem Mobilitätsreferat, aus den neu geschaffenen Handwerkskammern, Siemens und dann natürlich sehr, sehr viele Verbände von VDV, Herr Hüttel, VCD, der Vorsitzende Dr. Loos, ADFC, die Vorsitzende Bernadette Felsch, Allianz pro Schiene, pro Bahn, mehrere Vertreter. Bürgerinitiativen, auch aus dem Inntal, auch Bürgerinitiativen, wo wir nicht immer sofort einer Meinung sind. Freue mich trotzdem, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wir sind ja in laufendem Kontakt. MoFair ist vertreten, Bund Naturschutz. Freut mich auch sehr, nachdem ich in den letzten Tagen ja ein paar Mal in den Medien war mit kritischen Worten zum Bund Naturschutz, dem ich selber auch angehöre. Freut mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Und eine Initiative, apropos Inntal, möchte ich noch herausgreifen, Inntal in den Bergen. Bahn zum Berg ist auch vertreten, Nikolaus Vogel. Bahn zum Berg ist eine schöne Initiative, die dafür wirbt, nicht nur mit dem Auto in die Berge zu fahren, sondern mit den Öffis, so wie ich das auch mache. Ich bin da auch in regem Austausch mit einer Online-Plattform, die es dort gibt, stelle ich auch meine Bergtourenempfehlungen mit Öffis ein, bahnzumberg.de. Als ein Blick wert, das als Werbeblock vorweg. Ansonsten haben wir natürlich viele Kommunalos hier, StadträtInnen, KreisrätInnen und viele Menschen, die ich auch kenne, die auch aus der Verkehrsszene sind, aber sich mit den Privataccounts angemeldet haben, die ich jetzt nicht hervorgehoben habe. Insofern bitte ich auch den ganzen Rest, sich begrüßt zu fühlen. So, das waren die Einleitungsworte. Kommen wir zum Thema. Eines noch vorweg vielleicht. Wir haben ja heute insofern in Bayern einen besonderen verkehrspolitischen Tag, weil schon wieder ein Wechsel war im Drehtürministerium, dem Bayerischen Ministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr. 4 Jahre gibt es das Haus jetzt und schon der vierte Minister ist da. 4 Minister, 2 Staatssekretäre gab es mal schon, 6 Führungspersonen in 4 Jahren. Ganz schön viel. 1,5 Jahr haben wir noch bis zur Landtagswahl. Dann wird es bestimmt wieder einen Wechsel geben, weil dann regieren die Grünen in Bayern. So viel Parteipolitik sei jetzt gestattet, vorneweg. Schauen wir mal, ob in den 1,5 Jahr bis dahin noch ein anderer kommt oder eine andere oder ob Christian Bernreiter durchhält. Auf jeden Fall gratulieren wir von der Stelle in Abwesenheit sehr herzlich zur Wahl zum bayerischen Staatsminister. Der ehemalige Landrat aus Deggendorf. Ich hoffe, dass er nicht nur den ländlichen Raum im Blick hat und im ländlichen Raum vor allem nicht nur das Auto im Blick hat, das dort vorherrscht, gerade auch in seinem Landkreis Deggendorf, wo er Landrat war, sondern dass er auch jetzt das Herz für den ÖPNV, den ich in Deggendorf noch kaum erkannt habe, finden wird und sich entsprechend einsetzen wird dafür. Das SDMB in Bayern ist ja da bis jetzt noch nicht auf der richtigen Spur, wie ich finde. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch und die ausgestreckte Hand von uns ist dafür eine gute Kooperation und Zusammenarbeit. Technischer Hinweis noch, bevor wir sofort starten, den Mitschnitt des Referats.
wird per Mail versandt und auf die Website gestellt, nicht unmittelbar danach, sondern wenn wir das alles aufbereitet haben in einigen Tagen. Die Folien werden auch bereitgestellt und werden auch auf der Website zur Verfügung gestellt. Wenn Sie während des Vortrags schon Fragen haben oder auch dann danach, wir werden ungefähr 20, 25, 30 maximal Minuten Vortrag hören und dann bleibt noch eine knappe halbe Stunde, um Fragen zu beantworten. Schreiben Sie die sehr gerne in das Fragetool hinein, das Sie hier an der Seite in der Toolbox finden. Können Sie das hineinschreiben? Manches kann man vielleicht nebenbei schon beantworten. Auf jeden Fall spätestens danach. Bei 122 Teilnehmenden weiß ich nicht, ob wir jede Frage beantworten können. Das hängt davon ab, wie viel kommt. Auf jeden Fall wird Fabian Norden, mein Mitarbeiter, versuchen, es zu clustern und die spannendsten Fragen herauszufischen und an Matthias Gastel dann zu richten. So, das war die Vorrede und jetzt heiße ich herzlich willkommen den protokollarischen Ranghöchsten, nämlich den Vertreter des Deutschen Bundestags, Matthias Gastel, Bundestagsabgeordneter, Eisenbahnfachmann, Mitglied des Verkehrsausschusses, Mitglied der Verhandlungsgruppe zum Koalitionsvertrag im Verkehrsbereich. Zum zweiten Mal schon in meiner Webinarreihe. Ziemlich genau vor einem Jahr warst du auch schon da. Wenn ich, oder Dreivierteljahr war es, glaube ich, warst du auch schon. Diskussion und Vortrag. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf das, was du uns mitgebracht hast. Denn bekannt ist, sind die Rahmenbedingungen. Das Verkehrsministerium ging an die FDP. Im Koalitionsvertrag steht nicht alles, was wir wollten, aber viel Gutes. Und das, was drin steht, das hast unter anderem du mit hineinverhandelt. Das ist jetzt aber auf Papier. Was davon können wir wie als Grüne auch umgesetzt bekommen über das FDP-Verkehrsministerium am Koalitionstisch? Herzlich willkommen, Matthias, die Bühne gehört dir. Matthias, wir hören dich noch nicht. Vorher ging's. Nein, ich höre dich nicht. Nein. Aber jetzt muss es klappen. Jetzt höre ich dich. Okay. Ja, das kann sein, dass wenn zwei Leute gleichzeitig rumdrücken, dann hebt sich das gegenseitig auf. Ja. Lieber Markus Büchler, vielen Dank für die Einladung, meine Damen und Herren. Ich bin natürlich gerne auch ein zweites Mal da. Das letzte Mal ging es ums Wahlprogramm und die Ausblicke. Jetzt sind wir am Beginn einer Koalition. Wir haben einen Koalitionsvertrag und wir sind in die Regierungstätigkeit gestartet. Und ich würde trotzdem mal gerne noch ein, zwei Folien zeigen, die bisschen mal die Ausgangsposition darstellt, was überhaupt alles an Herausforderungen zu bewältigen ist aus unserer Sicht. Wir haben zum einen schlicht und ergreifendes Ziel als Grüne auf Bundesebene, und es wird auf Landesebene auch nicht anders sein, die Mobilität der Menschen zu sichern. Es geht nicht darum, dass wir sagen, Mobilität ist schlecht und bleibt besser zu Hause. Nein, wir wollen, dass die Menschen mobil sind. Mobilität ist halt die Voraussetzung für gesellschaftliche, für wirtschaftliche, für soziale Teilhabe. Die Frage ist aber, unter welchen Bedingungen Mobilität stattfindet. Und sie muss eben die Umwelt schonen und darf die Gesundheit der Menschen nicht gefährden. Dazu gehört, dass Klimaziele auch im Verkehrssektor endlich ernst genommen und erreicht werden. Etwa 25 bis 30% der Treibhausgasemissionen entfallen auf den Verkehrssektor, leider mit steigender Tendenz. Das hat vor allem damit zu tun, dass wir immer mehr Lkw unterwegs haben, aber auch im Pkw-Bereich. Da werden Effizienzgewinne in der Motortechnik leider aufgefressen, dadurch, dass die Autos immer größer und schwerer werden. Wir haben nach wie vor Luftprobleme in Städten. Wir wissen derzeit auch nicht, ob in absehbarer Zeit Verschärfungen von Grenzwerten kommen, beispielsweise bei Feinstaub oder bei Ultrafeinstaub. Da sehen viele Gesundheitsfachleute noch einen Handlungsbedarf. Wir müssen den Lärm reduzieren. Etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland fühlt sich durch Verkehrslärm, und da ist Straßenlärm ganz vorne, in ihrer eigenen Lebensqualität beeinträchtigt. Wir müssen runter beim Flächenverbrauch. Bezieht sich jetzt nicht nur auf den Verkehr, aber eben auch. Wir bauen in Deutschland jeden Tag knapp 60 Hektar Fläche zu für unterschiedlichste Zwecke. Wir müssen runterkommen auf mindestens eine Halbierung. Wir haben das Thema Ressourcen. Wir leben, als ob wir einen zweiten Planeten hätten. Wir
plündern Ressourcen, die über Jahrmillionen entstanden sind in 100 oder 200 Jahren. Und das darf natürlich so nicht sein. Auch die nächsten Generationen brauchen Rohstoffe und Ressourcen. Deswegen müssen wir da anders, sparsamer, bewusster damit umgehen. Und schließlich befinden wir uns in einem Transformationsprozess, insbesondere im Bereich der Automobilindustrie. Dieser ist auch notwendig, damit auch die Autos dekarbonisiert werden, klima- und umweltverträglicher werden. Das sind gewaltige Veränderungsprozesse. Und wir werden und wir haben natürlich auch ein Auge darauf, dass die Beschäftigung von Menschen gesichert wird, dass neue Arbeitsplätze entstehen, die dann eben auch nach einem Transformationsprozess entsprechend zukunftsfähig sind. Bitte weiter. Also es geht darum, die Mobilität der Menschen zu sichern. Das gilt natürlich auch für den Bereich des Güterverkehrs, die Logistik zu gewährleisten. Es geht darum, die Gesundheit der Menschen zu schützen, Klimaziele, andere Umweltziele ebenfalls zu erreichen. Und es geht darum, dass wenn Arbeitsplätze irgendwo wegfallen durch Transformationsprozesse, dass an anderer Stelle nachhaltige, zukunftsfähige Arbeitsplätze neu entstehen. Bitte weiter. Kurzbilanz mal als Übersicht, als erste Übersicht über den Koalitionsvertrag. Wir haben gute Ziele zur Stärkung des Personen- und des Güterverkehrs. Wir wollen im Personenverkehr bis 2030 eine Verdoppelung haben. Da haben wir das Ziel der Vorgängerregierung einfach übernommen. Aber wir tun auch was dafür. Darauf komme ich ja gleich noch zu sprechen. Und im Bereich des Güterverkehrs wollen wir bis 2030 auf den Güterverkehrsanteil auf der Schiene von 25% kommen. Wir starten im Moment bei 18 oder 19%. Das mag jetzt für den Laien nicht viel klingen, von 18, 19 auf 25%. Das wird aber ein gewaltiger Kraftakt. Das sind gewaltige Mengen, die dann von der Straße auf die Schiene verlegt werden müssen, verlagert werden müssen mit entsprechenden Herausforderungen, unter anderem auch für die Kapazität auf der Schiene. Also das ist durchaus auch ein ehrgeiziges Ziel. Es wird aber auch nicht das letzte Ziel bleiben. Nach jedem Ziel kommt das nächste Ziel. Wir haben, das hat es mit Bahn nichts zu tun, soll aber trotzdem hier kurz erwähnt werden, die Änderung des Straßenverkehrsrechts anvisiert. Das bedeutet, dass nicht mehr nur die Flüssigkeit des Auto- und Lkw-Verkehrs im Vordergrund steht, sondern dass auch städteplanerische und Umweltgesichtspunkte stärker Berücksichtigung finden sollen. Da geht es um so Dinge wie Verkehrssicherheit, den Radverkehr, den Fußverkehr, die Aufteilung von Verkehrsflächen. Das wird noch eine spannende Diskussion mit den Koalitionspartnern werden. Und wir haben faktisch das Ende des Verbrennungsmotors im Pkw-Bereich eingeleitet. Auch das ein ganz wichtiger Erfolg. Wir haben aber auch einige Dinge, die es zu konkretisieren gilt. Manchmal waren Kompromisse notwendig, um eine Formulierung zu finden. Wir haben gerade im Bereich der Straßenbauprojekte natürlich unterschiedliche Vorstellungen unter den Koalitionspartnern. Wir wollen als Grüne im Bereich Straßenbau massiv auf die Bremse treten. Wir wollen uns konzentrieren auf den Erhalt. Wir haben im Bereich der Autobahnbrücken eine Menge zu tun und wir wollen eindeutig der Bahn die Vorfahrt einräumen, auch bei den Investitionsmitteln. Wir würden auch gerne beim Abbau ökologisch schädlicher Subventionen viel, viel weiter gehen und viel konsequenter sein, als wir das im Koalitionsvertrag haben durchsetzen können. Da werden noch einige Diskussionen sinnvoll sein und notwendig sein. Bitte weiter. Wir haben aber viele, viele gute Dinge vereinbart. Wie gesagt, gerade im Bereich der Bahn recht ausführlich und auch recht konkret. Wir wollen erheblich mehr in die Schiene als in die Straße investieren. Wir beachten da vor allem die Projekte, die für den Deutschlandtakt relevant sind. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, Deutschlandtakt ist die Bezeichnung für den integralen Taktfahrplan, also etwas, das in der Schweiz über Jahrzehnte entwickelt und erfolgreich etabliert worden ist. Das bedeutet, man macht erst einen Fahrplan, der möglichst vielen Fahrgastbedürfnissen entgegenkommt und leitet dann daraus die Infrastrukturbedarfe ab. Anders als bisher. Bisher hat man Milliarden in der Infrastruktur investiert, um dann danach nicht selten festzustellen, irgendwie lässt sich damit kein vernünftiger Fahrplan entwickeln. Man hat eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen München und Berlin, kommt dann schneller an, aber diejenigen, die erstmal auf die Strecke kommen müssen, zum Beispiel vom Westen nach Nürnberg, die stehen dann halt eine Dreiviertelstunde und warten auf den Anschluss
und die teuer erkaufte Reisezeitgewinne gehen dann durchs Warten auf den Anschlusszug verloren. Das macht natürlich keinen Sinn, deswegen Deutschlandtakt, Knotenbahnhöfe, optimiertes Umsteigen, Ziele, die besser und schneller als vorher erreichbar werden. Das ist das Ziel des Deutschlandtaktes, bessere Angebote für die Menschen. Und wir werden auch uns einen neuen Bundesverkehrswegeplan machen, also die Planungsgrundlage für Verkehrsinfrastruktur schlechthin. Und wir werden diesen weiterentwickeln zu einem Bundesmobilitätsplan, der auch viel stärker dem Netzgedanken folgt und der auch viel stärker an Umweltgesichtspunkten ausgerichtet sein soll. Bitte weiter. Wir haben auch in Sachen Lärmschutz, hatte ich ja schon am Anfang erwähnt, ist ein großes Thema, ein wichtiges Thema, auch im Bereich der Bahn. Vor allem, wenn man ausbauen möchte, dann muss man den Lärmschutz entsprechend berücksichtigen. Lärmschutz ist eine Sache von Lebensqualität, aber kann auch eine Sache sein, die bis hingeht dazu, dass es auch eine Frage von Gesundheitsschutz ist. Wir wollen sowohl den aktiven als auch den passiven Lärmschutz verbessern. Wir wollen zu einer Gesamtlärmbetrachtung kommen. Das heißt, verschiedene Lärmquellen, die an einem Ort zusammenkommen, gemeinsam anpacken. Und wir wollen Lärmsanierungsprogramm besser finanzieren, also sprich mehr Geld. Und ganz wichtig ist, wir wollen Innovation im Bereich der Fahrzeugtechnik. Denn wer in lärmärmere Fahrzeuge investiert, reduziert überall, wo diese Fahrzeuge unterwegs sind, den Lärm. Und nicht nur dort, wo beispielsweise Lärmschutzwände sind. Das heißt also, wir wollen auch dafür sorgen, dass der Lärmschutz in der Fläche deutlich vorankommt. Julian? So, ich habe jetzt zwei Folien mit ein paar ganz konkreten Beispielen, was wir alles vereinbart haben, was wir alles vorhaben. Wir wollen die Trassenpreise senken. Da steht jetzt allerdings leider im Koalitionsvertrag der Finanzierungsvorbehalt drin. Das steht nicht bei allen Punkten explizit jeweils dabei. Die Trassenpreise sind die Nutzungsentgelte. Für jeden Meter, den ein Zug fährt, muss entsprechend Infrastrukturentgelt entrichtet werden. Die sind in Deutschland im europäischen Vergleich verhältnismäßig hoch. Man hat da jetzt teilweise Senkungen zeitlich befristet vorgenommen. Wir wollen aber, dass es eine dauerhafte Senkung gibt im Bereich des Güterverkehrs. Und wir wollen im Bereich des Fernverkehrs auch entweder eine dauerhafte generelle Senkung oder aber zumindest auf den Relationen, auf denen wir der Meinung sind, dass zusätzliche Fernverkehrsangebote notwendig sind, die Tarife senken, einfach um wirtschaftliche Anreize zu setzen für Eisenbahnverkehrsunternehmen, dort dann mehr Fernverkehr auf die Schiene zu setzen. Wir haben das Ziel, mehr Oberzentren an den Fernverkehr anzubinden. Wir haben eine ganze Reihe von Oberzentren und Großstädte, die keinen oder keinen regelmäßigen Fernverkehr haben. Das soll sich ändern, hat auch mit dem Deutschlandtakt zu tun. Wir denken aber auch grenzüberschreitend. Wir haben ja immer noch eine Menge Probleme beim grenzüberschreitenden Schienenverkehr. Das sind technische Dinge, das sind regulatorische Dinge. Es sind aber auch infrastrukturelle Defizite. Wir haben längst nicht alle Schienenstrecken, die es mal bis zum Zweiten Weltkrieg gegeben hat, wieder aufgebaut. Da hinken wir lange, lange hinterher. Bei der Straße ist alles längst aufgebaut. Bei den Schienenwegen klaffen immer noch Lücken. Wir wollen das Nachtzugangebot ausbauen auf europäischer Ebene. Wir haben als Grüne im Bundestag hierzu ja auch schon konkrete Vorschläge gemacht. Jetzt muss es darum gehen, dass wir mit anderen europäischen Ländern klären, wie wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es mehr europäische Nachtzugverbindungen gibt. Man kann mit gut organisierten Nachtzügen, die auch Hochgeschwindigkeitsstrecken nutzen, in der Nacht 1000, im Extremfall sogar 2000 Kilometer zurücklegen und da so manchen Mittelstreckenflug ersetzen. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir 75% Elektrifizierungsanteil wollen, also Oberleitungen. Dafür müssen wir auch entsprechend Planungen beschleunigen. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Bitte weiter. Wir haben ein Programm angekündigt und vereinbart für die schnelle Kapazitätsausweitung. Es ist ja so, dass wir oft Streckenabschnitte haben, zweigleisige Streckenabschnitte, bei denen auf 10 oder auch 15 oder mehr Kilometer keine Überleitstelle vorhanden ist. Das heißt, der Zug kann das Gleis nicht wechseln, kann also nicht aufs linke Gleis wechseln oder käme danach nicht mehr zurück auf das rechte Gleis.
Man kann das Schienennetz im Bestand wesentlich leistungsfähiger machen. Man kann es robuster machen, also zum Abbau von Verspätungen. Man kann flexiblere Fahrpläne machen und im Alltag viel flexibler reagieren, wenn solche Überleitstellen vorhanden sind. Das heißt also Einbau von Weichen und Signalen. Und ich freue mich sehr, dass die Deutsche Bahn diese Ankündigung im Koalitionsvertrag bereits zum Anlass gemacht hat, mal zu gucken, wo welche Strecken entsprechend leistungsfähiger gemacht werden können, ohne dass ein zusätzliches Gleis gebaut wird. Nur durch die Verkürzung von Blockabständen kann man auch schon eine Menge machen. Und da kann man manches auch schon in dieser Legislatur zur Umsetzung bringen. Das ist das Schöne. Wir haben große Projekte im Blick, aber wir haben auch die notwendigen und sinnvollen kleinen Maßnahmen, die sich schneller umsetzen lassen, genauso im Blick. Wir haben vor, Strecken zu reaktivieren, das besser zu fördern, und wir wollen Streckenstilllegungen vermeiden, indem wir das entsprechend erschweren wollen. Bitte weiter. Wir haben, finde ich, sehr, sehr gute Stichworte formuliert im Koalitionsvertrag zum Thema Schienengüterverkehr. Wir wollen die digitale automatische Kupplung beschleunigt einführen. Heute müssen ja die Güterzüge noch von Hand gekuppelt werden. Also da muss immer ein Mensch dann Wagen an Wagen aneinander kuppeln. Das ist schwere körperliche Arbeit bei Wind und Wetter, die auch gefährlich ist. Diese Arbeit dauert Zeit und führt nicht gerade dazu, dass der Güterverkehr auf der Schiene wirtschaftlicher wird im Vergleich zum LKW. Deswegen Digitalisierung, Vereinfachung, und das muss im europäischen Kontext passieren. Man ist dabei, einen europäischen Standard dafür zu entwickeln. Und was wir jetzt eben noch brauchen, ist ein Finanzierungskonzept. Das ist am besten so aufzustellen, dass die EU und die nationalen Länder hier gemeinsam festlegen, wie das Ganze gemacht wird. Damit kann der Güterverkehr auf der Schiene wesentlich wirtschaftlicher abgebildet werden. Wir wollen Investitionsanreize schaffen für mehr Gleisanschlüsse bei großen Unternehmen in Gewerbe- und Industriegebieten. Wir wollen, dass es verpflichtend wird, dass Gleisanschlüsse in neuen Gewerbegebieten mindestens mal untersucht werden, dass nicht einfach drauf losgebaut wird, sondern dass geguckt wird, inwiefern sich Gleisanschlüsse legen lassen. Wir wollen KV-Terminals weiter fördern. KV steht für kombinierten Verkehr. Das bedeutet Vor- und Nachlauf mit dem LKW. Also Güter werden mit dem LKW auf die Bahn gebracht und der längste Teil der Gesamtstrecke geht dann auf den Schienenweg. Das ist das Segment, das den stärksten Wachstum hat. Und da ist noch ein erhebliches Potenzial drin. Davon können eben auch Unternehmen profitieren, die keinen Gleisanschluss haben. Wir haben vereinbart, dass wir den Zulauf zu den KV-Terminals von der LKW-Maut befreien, um hier nochmal einen Anreiz zu setzen, das Ganze wirtschaftlich darstellen zu können. Und wir haben vereinbart, bessere Sozialstandards und auch Kontrollen im Bereich der LKW-Verkehre. Wir wissen, dass hier viele Menschen, LKW-Fahrende aus Osteuropa und anderen Ländern, für unterirdisch niedrige Löhne bei Überziehung von Arbeitszeiten, bei Übernachtungen, die so gar nicht mehr erlaubt sind, in der Fahrerkabine unterwegs sind. Und da kann natürlich die Schiene nicht wettbewerbsfähig sein. Hier hat man gute Arbeitsbedingungen zum Glück und das finden wir auch gut, das wollen wir auch weiter schützen. Aber Wettbewerb lebt eben auch davon, dass es faire Arbeitsbedingungen überall gibt. Und wir wollen auch im Bereich der Straßenlogistik dafür sorgen, dass das besser wird. Bitte weiter. Zum Thema Deutsche Bahn als Unternehmen. Die Deutsche Bahn ist ja ein hundertprozentiges Staatsunternehmen, fest in Bundeshand. Das soll auch so bleiben. Wir haben vereinbart, dass der integrierte Konzern erhalten wird. Das heißt, unter einem Dach Infrastruktur und die Verkehrssparten. Aber es sind Änderungen vorgesehen. Die sind auch aus meiner Sicht sehr, sehr gut und sehr richtig und wichtig und dringend notwendig. Wir wollen die Infrastruktursparten zusammenlegen, beziehungsweise ihr eine gemeinsame Holding überstellen, so dass hier enger kooperiert wird, dass die enger zusammengehören, dass es weniger Abstimmungsprobleme gibt wie heute. Wir wollen diese DB-Infrastruktur, haben wir es mal genannt, gemeinwohlorientiert ausrichten. Das ist anders als heute. Heute muss die Infrastruktur Gewinne erwirtschaften. Das ist absurd.
Die Autobahn GmbH muss auch keine Gewinne erwirtschaften. Warum dann bitteschön die Infrastruktur des Bundes, die von der Deutschen Bahn verantwortet wird? Das ist nicht logisch. Das benachteiligt die Schiene gegenüber der Straße, weil es einfach dazu führt, dass die Gewinnzuschläge in die Trassenpreise, genauso auch in die Stationsgebühren eingepreist werden und damit eben das System Eisenbahn entsprechend künstlich verteuert wird gegenüber der Straße. Falls Gewinne doch anfallen, sollen die in der Infrastruktur verbleiben. Wir wollen die Investitionsmittel, die der Deutschen Bahn für die Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden, erhöhen. Und klar ist auch, dass Fernverkehr und Regio, also die beiden Verkehrssparten der Deutschen Bahn, weiterhin im Wettbewerb mit anderen Unternehmen unterwegs sein sollen. Das gilt natürlich für DB Cargo, die Gütersparte, genauso. Wir haben zum Thema öffentlicher Verkehr vereinbart, dass die Regionalisierungsmittel erhöht werden. Regionalisierungsmittel sind die Gelder des Bundes, die an die Aufgabenträger für den Nahverkehr gehen, also an die Länder. Davon bestellen die Länder überwiegend den regionalen Schienenverkehr. Die Kosten hier sind sehr deutlich gestiegen, stärker gestiegen als die vereinbarten Erhöhungen der Regionalisierungsmittel. Deswegen braucht man da eine entsprechende Anpassung. Und wir wollen Qualitätsstandards für ländliche Räume, was den öffentlichen Nahverkehr angeht, definiert haben. Wir lesen das als Grüne als sowas wie eine Mobilitätsgarantie. Wir haben das beispielsweise in Baden-Württemberg mit der CDU vereinbart und sind da auch an der Umsetzung. Das bedeutet, dass zum Beispiel, man kann das so definieren, dass Ortschaften mit mindestens zum Beispiel 200 Menschen, die dort wohnen, im Stundentakt von morgens 5 oder 6 Uhr bis abends 22 oder 23 Uhr mit einem öffentlichen Verkehrsmittel angebunden werden. Und in Baden-Württemberg hat man gesagt, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt kommt dann irgendwann mit einem Mindeststandard von 30 Minuten. Also das heißt, auch der Bund will auf die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs Einfluss nehmen. Das finden wir im Grundsatz gut. Wie er das genau macht, was es da genau für Vorgaben geben soll, das ist dann noch im Weiteren zu klären. Bitte weiter. Wir haben außerdem für den Nahverkehr vereinbart, dass Echtzeitdaten zur Verfügung gestellt werden müssen. Also hier geht es um die Schnittstellen. Da gibt es ja teilweise Probleme, an die Daten ranzukommen. Wir wollen eine anbieterübergreifende digitale Buchung und Bezahlung ermöglichen. Das kommt sehr unserem Mobilpass der Grünen auf Bundesebene entgegen, die wir schon seit vielen Jahren als Idee entwickelt haben. Es geht darum, dass man mit einer App eine durchgehende Reise planen, buchen und bezahlen kann. Und zwar eine Reise, in der alles vorkommen kann, außer dem eigenen Auto. Das kann die Bahn sein, können verschiedene Bahnunternehmen sein, das kann der Bus sein, das kann das Carsharing-Auto sein, das kann das Leihfahrrad oder der elektrische Tretroller sein, was auch immer, alles, was zu einer Reisekette gehören kann, das über eine Plattform. Das ist das große Ziel. Nicht, dass man für jede Stadt und für jeden Verbund und für jedes Unternehmen und für jeden Verleihanbieter eine eigene App braucht. Das ist einfach nur nervig, sondern eine Plattform, die alles bietet. Außerdem natürlich wichtig auch der Punkt Barrierefreiheit. Hat mit Bahnsteigen, mit Aufzügen, mit Rampen, mit Fahrzeugen zu tun. Auch das ist ein Thema, das wir ernst nehmen wollen und bei dem wir entsprechend weiterkommen wollen. Bitte weiter. Da komme ich nochmal zurück auf das Thema faire Arbeit, faire Beschäftigung. Wir wollen die Tariftreue stärken, mittelständische Interessen von Unternehmen wahren, dass auch die beispielsweise im Bereich der Busverkehre oder des regionalen Schienenverkehrs entsprechend berücksichtigt werden können. Vorrang soll nach wie vor die Eigenwirtschaftlichkeit haben. Es wird aber zu klären sein, wie genau der Deutschlandtakt umgesetzt werden soll, weil das ist unsere grüne Überzeugung, alleine mit Eigenwirtschaftlichkeit nicht funktionieren. Da würden einfach schmerzhafte Lücken im Angebot verbleiben, die wir aber gerne schließen wollen. Bitte weiter. Finanzierung des Ganzen. Wir wollen die Lkw-Maut ausweiten auf kleinere Lkw, beziehungsweise wir wollen die Klimafolgekosten einpreisen, so wie es auf europäischer Ebene möglich ist.
Das führt zu Mehreinnahmen bei der Lkw-Maut, führt natürlich auch zu gewünschten Verlagerungseffekten. Mehreinnahmen wollen wir unter anderem dem Bereich der Bahn zugutekommen lassen, der auch in irgendeiner Weise ich sag mal, einen Berührungspunkt zur Straße hat, also beispielsweise KV-Terminals ausbauen. Das könnte eine Möglichkeit sein. Da haben wir noch einige weitere Ideen, auch wie zum Beispiel Gleisanschlüsse ist denkbar. Da werden wir in der Koalition noch dann Entscheidungen zu treffen haben, wo das zusätzliche Geld dann konkret hinfließt. Außerdem sollen die Finanzierungsmöglichkeiten der Deutschen Bahn verbessert werden. Das ist jetzt nicht unsere Idee gewesen, aber wir haben es gemeinsam vereinbart, weil klar ist, dass wir deutlich mehr investieren müssen und das Geld muss irgendwo herkommen. Bisher war es ja so, dass der Deutschen Bahn vom Deutschen Bundestag eine Schuldenobergrenze auferlegt worden ist. Diese Schuldenobergrenze, die wird jetzt wackeln, sodass die Deutsche Bahn auch kapitalfinanziert höhere Investitionen in die Infrastruktur finanzieren kann. Aber wir werden auch Mittel abschöpfen können aus dem Energie- und Klimafonds für nachhaltige, klimafreundliche Investitionen. Um schneller voranzukommen beim Ausbau der Infrastruktur, ob das jetzt große oder kleine Maßnahmen sind, wir wollen eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, weil wir wissen, dass dort, wo Transparenz herrscht, auch weniger Misstrauen und Missgunst gegenüber Planungen da ist. Menschen werden eingebunden, können auch ihre Ideen und ihre örtlichen Kenntnisse entsprechend einbringen. Wir wollen Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren enger verzahnen, gucken, dass nicht so viel Doppelprüfungen laufen müssen, die viel Zeit kosten. Häufiger die schnellere Plangenehmigung statt Planfeststellung, beispielsweise für die Streckenelektrifizierung. Wir wollen zusätzliche Senate an den Bundesverwaltungsgerichten schaffen, um, auch wenn es zu Gerichtsverfahren gekommen ist, dann dort schneller zu einem Urteil kommen zu können. Wir haben ganz konkret, das zeige ich gleich auf der nächsten Folie, Projekte auch benannt, die wir explizit und in ganz besonderer Weise entsprechend beschleunigen wollen. Und wir werden, weil es noch weitere Ideen sicherlich gibt, die wir zusammen sammeln und tragen und bewerten wollen, eine Beschleunigungskommission einrichten, die dann entsprechende zusätzliche, über das, was ich gerade gesagt habe, hinausgehende Vorschläge für schnellere Umsetzung von Schienenprojekten entwickeln soll. Bitte weiter. Das sind jetzt mal die konkret benannten Projekte. In Bayern wird jetzt besonders aufmerksam geguckt, fast in der Mitte der Spiegelstriche München-Kiefernfelden, das ist also der Nordzulauf des Brenners, ganz wichtiges Projekt, Kapazitäten zu schaffen für mehr Güterverkehr, mehr Personenverkehr, aber auch der Knoten München ist dringend ausbaubedürftig und ist explizit hier als notwendiges Projekt benannt worden, das entsprechend beschleunigt werden soll. Bitte weiter. Manchmal hängt es ein bisschen, aber das ist eben auch nicht anders als in der Politik. Hier habe ich einfach mal ein paar Feedbacks zusammengestellt, die wir aus der Bahnbranche bekommen haben. Da ist zum Beispiel von entsprechend ermutigenden Aufbruchssignalen die Rede, von wichtigen Impulsen, einem starken Signal für die Stärkung des Schienenverkehrs. Auch auf der nächsten Folie sind noch einige dieser Rückmeldungen zu finden. Und es ist in der Tat so, dass im Bahnbereich wir als drei Koalitionspartner ziemlich viel Übereinstimmung festgestellt haben. Nicht überall, nicht in jedem Detail, aber ich sag mal so, wir werden uns in den 4 Jahren nicht langweilen mit dem Abarbeiten von Konsenspunkten. Und eine solche Koalition ist ja nicht auf die Ewigkeit ausgelegt, sondern sie ist eben der Tatsache geschuldet, dass das Wahlergebnis so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und ich finde, gerade im Bahnbereich haben wir uns sehr, sehr gut zusammengefunden. Wir haben jetzt auch schon die Zusammenarbeit aufgenommen, um uns abzustimmen. Aktuell sind wir jetzt gerade dabei, den Haushaltsplan 2022 aufzustellen. Da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Und auch da wird es schon darum gehen, für die genannten Projekte entsprechende Finanzierungen sicherzustellen, beispielsweise mehr Geld für den Aus- und Neubau der Schienenwege, mehr Geld für die Gleisanschlüsse. Es geht um die Senkung der Trassenpreise.
Es geht um die Stärkung des Schienengüterverkehrs, die Förderung des Einzelwagenverkehrs, der sehr große Probleme hat, aber wichtig ist und den wir unbedingt sichern und erhalten und stärken wollen. Es geht darum, bessere Angebote für die Menschen zu machen im Bereich regional, aber auch im Bereich des Fernverkehrs. Es geht um große und kleine Maßnahmen. Also, wir haben eine Menge vor. Wir haben einiges an Gemeinsamkeiten. Wir werden in den 4 Jahren vieles anpacken und wir werden uns wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle mal zoffen um die Interpretation des Koalitionsvertrags. Aber das gehört dazu und ich bin optimistisch, dass am Ende gerade im Bahnbereich was Gutes rauskommt. So, damit bin ich durch und freue mich auf Fragen und Diskussionen. Jawohl, darauf freue ich mich auch. Vielen herzlichen Dank, lieber Matthias, für den schnellen Ritt durch die vielen einzelnen Bereiche der Bahnpolitik. Wir haben sehr, sehr viele Fragen bekommen. Also all diejenigen, die jetzt loslegen wollen und Fragen eingeben, es sind echt schon viele da. Also dringende Fragen gern noch, aber es fällt die Auswahl schon jetzt sehr schwer. Was wir nicht machen, das sind einzelne Bahnstrecken diskutieren oder einzelne Bauprojekte, auch wenn sie groß und teuer sind. Ja, das vielleicht mal so pauschal. Nicht, weil wir uns nicht mit einzelnen Bahnstrecken beschäftigen wollen. Das ist unser täglicher Alltag und ich bin immer wieder begeistert, wie du, Matthias, und dein hochkompetentes Team auch hier in Bayern, obwohl du ja aus Baden-Württemberg kommst und nicht aus Bayern, quasi jedes Gleis kennst. Da bin ich wirklich sehr beeindruckt immer. Aber heute geht es ja um die allgemeine Bahnpolitik sozusagen. Deswegen sind es jetzt nicht die einzelnen Gleise und Weichen, auch wenn es das im Konkreten dann natürlich immer das Wichtige ist. Fragen, wenn Sie noch reinschreiben oder ihr noch reinschreibt, bitte möglichst kurz halten, auch das vereinfacht die Bearbeitung. Dankeschön. Eine Frage kam mehrfach und da wir ja einige, ich habe es eingangs schon gesagt, Leute da haben, die sich mit Eisenbahnreaktivierungen beschäftigen und das in Bayern halt deswegen auch ein sehr empfindliches Thema ist, weil wir etliche geeignete Strecken hätten, die die Staatsregierung aber nicht reaktivieren will, weil es eher Geld kostet und weil ja dann die Regionalisierungsmittel knapp werden, ist zumindest die Vermutung, die ziemlich plausible Vermutung und weil sie halt auch der Buslobby eng verbunden ist. Deswegen geht da nichts vorwärts bei uns, nur bei wenigen einzelnen Projekterklärungen da was tun zu wollen und da geht es auch nicht vorwärts. Und deswegen kam mehrfach die Frage und die nehme ich jetzt gleich mal als allererste, bevor Fabian dann geclustert und systematisiert Fragen einbringt, ist die: Kann der Bund denn irgendwas machen, dass in Bayern mehr bei den Eisenbahnreaktivierungen vorangeht? Nahverkehr ist Ländersache, das wissen wir. Wir haben aber halt immer das Problem, dass die bayerische Staatsregierung sich einen schlanken Fuß macht und sagt, Infrastruktur, da sind wir nicht zuständig, das ist der Bund. Und sich entspannt zurücklehnt und sagt, wenn, dann müssen die Kommunen wollen. Dann könnte man darüber reden, dann brauchen wir eine Potenzialanalyse, dann brauchen wir 1000 Personen pro Streckenkilometer, was auch schon sehr hoch ist. Und tatsächlich, letzter Satz, hatte die Staatsregierung im aktuellen Haushaltsentwurf, den wir noch diskutieren, fürs laufende Jahr im April dann einfach mal verabschieden werden, 35 Millionen Euro drin für Investitionen, für NE-Bahnen, also nicht bundeseigene Bahnen, in die Infrastruktur. Also schon mal eine ziemliche Kehrtwendung, weil das haben sie ja jahrelang abgestritten, dass sie da gar nichts machen wollen, der Bund. Jetzt plötzlich, ich meine auch aufgrund des Drucks, den viele von den Zuhörern auch entfaltet haben, kommen jetzt plötzlich 35 Millionen, aber ob sie denn fließen, sei dahingestellt. Also hat der Bund da irgendwelche Möglichkeiten? Also der Bund kann die Länder und auch Bayern ja nicht zwingen, Strecken zu reaktivieren. Aber er kann zum einen Streckenstilllegungen entsprechend erschweren. Das haben wir ja auch entsprechend vereinbart. Und er kann die Voraussetzungen für die Reaktivierung verbessern. Und da würde ich jetzt mal sagen, man kann sie sogar so weit verbessern, dass es schwer wird, entsprechende Angebote abzulehnen. Ja. Und da hat ja die letzte Bundesregierung schon wesentliche Grundlagen geschaffen. Das heißt, das Geld nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ist deutlich aufgestockt worden. Das ist verdreifacht worden von 330 auf Millionen auf 1 Milliarde und soll dann noch auf 2 Milliarden nochmal verdoppelt, also in Summe dann versechsfacht werden. Gleichzeitig sind die Förderbedingungen deutlich verbessert worden.
Das heißt, der Bund übernimmt von den Kosten einen höheren Anteil. Und jetzt ist man gerade dabei, noch die Bewertungsmethodik dafür, wo es dann darum geht, festzustellen, ob ein Projekt überhaupt förderfähig ist, weiterzuentwickeln. Das wird jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich kommen. Und da sollen dann auch insbesondere ländliche Räume eine bessere Chance kriegen, in die Förderfähigkeit reinzukommen. Man muss einfach sagen, der bisherige Fördermechanismus, der ist eher auf Ballungsräume ausgerichtet, ja, auf hohe Fahrgastzahlen. Und das wird eben nur bestimmten Regionen gerecht und nicht unbedingt dem ländlichen Raum, wo es aber eben auch schon mal offensichtlich ein ausreichendes Verkehrsbedürfnis gegeben hat, einen Schienenweg anzulegen. Ja, sonst wird es da nicht um Reaktivierungen gehen. Und ich glaube, in der Kombination mehr Geld, bessere Förderbedingungen und eine Bewertungsmethodik, mit der auch ländliche Räume besser abschneiden können und damit dann Projekte in die Förderfähigkeit kommen können, sind die Voraussetzungen bestens. Und da sollte es auch einem Land Bayern nicht mehr so leicht fallen, zu sagen, brauchen wir nicht, ist nicht mehr zeitgemäß oder was auch immer. Letzter Satz, ich kenne keine einzige Streckenreaktivierung, die nicht erfolgreich gewesen ist. Überall sind die Fahrgastzahlen höher, als man in der Prognose angenommen hat. Und vielleicht noch als allerletztes an der Stelle, man ist ja immer zwischen den Ländern ein bisschen in Konkurrenz zueinander. Das gilt ja auch gerade für Bayern und Baden-Württemberg. Man versteht sich gut, aber man guckt immer so ein bisschen Arbeitslosenquote, Verschuldung, Wirtschaftskraft und so weiter. Vielleicht guckt ihr öfter mal nach Baden-Württemberg, weil wir sind bei einer ganzen Reihe von stillgelegten Bahnstrecken dabei, die Untersuchungen zu machen. Und wir haben auch die ein oder andere Strecke, die bereits im Bau ist. Vielen Dank, Matthias. Kann sich gerne der Fabian, mein Mitarbeiter, zuschalten. Da ist er schon, genau für die nächsten Fragen. Eine Bitte hätte ich noch, wenn ihr auch ein Auge drauf habt, sofern möglich, dass auch Entwidmungen nicht mehr so einfach erfolgen können. Denn unser Problem in Bayern sind aktuell weniger die Stilllegungen, das ist nicht das Problem, sondern auch Entwidmungen. Wir sehen die Gefahr, dass tatsächlich Gleise herausgerissen werden. Siehe Steigerwaldbahn steht auch in einer der Fragen mit drin. Genau. Ja, dann Fabian, bitte. Ja, ich beginne gleich mal mit einer eher technischen Frage, die von Fabian Amini von Go Ahead auch eingebracht wurde, mit einer sehr wohlwollenden Begrüßung der schnellen Kapazitätssteigerungen. Aber er sieht auch eine Schwierigkeit darin, dass nicht nur im Fahrgastbetrieb mehr Kapazitäten geschaffen werden müssten, sondern unter anderem auch zur Abstellung der Fahrzeuge, um hier mehr Verkehre auch wirklich abbilden zu können. Wenn die Fahrzeuge für München in Augsburg abgestellt werden müssen, macht es das natürlich teuer, aufwendig und insgesamt herausfordernd. Direkt anschließend würde ich noch mit einer Frage auch die Wettbewerber bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen betreffen, insbesondere in der letzten Zeit durch Corona, durch Nettoverträge, wie Trassenpreissenkungen und Regionalisierungsmittel da in der Balance stehen und auch im Hinblick mit den Bestandsverträgen auch ein wirtschaftsfähiges Gleichgewicht erhalten werden kann. In die ähnliche Richtung, was da so die Priorisierungen sind, auch in der Bundestagsfraktion geht die nächste Frage, wie die Priorisierung der Mittel weg von großen Prestigeprojekten zu mehr Regionalverkehr, Reaktivierung, hatten wir ja schon, Elektrifizierung, Netzverdichtung ausgerichtet werden kann und wie stark die aktive Rolle des Verkehrsausschusses im Bundestag da einspielt, auch in Richtung Ministeriumsarbeit. Würde ich jetzt mal für die erste Runde so lassen und bitte um Antwort. Danke. Okay, ich mache es in der Reihenfolge, wie es vorgetragen ist und hoffe, dass ich alles richtig verstanden habe und versuche es möglichst kurz zu machen. Das Thema Kapazitäten für das Abstellen von Fahrzeugen haben wir im Blick. Gilt übrigens ja auch für den Schienengüterverkehr. Auch hier, ich hatte heute ein Gespräch mit Frau Nikutta von
DB Cargo, auch sie hat gesagt, das ist eben auch ein Problem, wenn man mehr Güterverkehr haben will, wo abstellen. Also das ist für alle Arten von Schienenverkehr ein entsprechendes Bedürfnis. Wir haben das im Blick. Die Förderung und der Umgang mit dem ÖPNV, Schienenregionalverkehr nach Corona. Wir haben sowohl natürlich eine weitere Finanzierung von Einnahmeausfällen im Blick, als auch eben die Perspektive in die Zukunft, die dann vor allem mit Regionalisierungsmitteln, aber auch mit Senkung von Trassenpreisen zusammenhängt. Also wir haben sowohl kurz- als auch langfristig die Finanzierung der Verkehre im Blick. Das Thema weg von Großprojekten, da muss ich ein bisschen widersprechen, aber ich weiß ja auch nicht, was unter Prestigeprojekten alles verstanden wird. Ich hatte ja vorhin auch die Folie gezeigt mit konkret definierten Großprojekten, die im Koalitionsvertrag stehen. Das sind aus unserer Sicht keine Prestigeprojekte, sondern diese Projekte sind notwendig, um den Deutschlandtakt zu ermöglichen. Der Deutschlandtakt folgt eben einer Fahrplanlogik und es hilft dem Fahrgast nichts, wenn er in einem Knotenbahnhof 2 Minuten nach Abfahrt des Anschlusszugs ankommt, dann stimmt da was am Fahrplan nicht, beziehungsweise an der Infrastruktur nicht. Und wir müssen eben beim Deutschlandtakt immer unter 60 oder unter 30 Minuten kommen, damit das Umsteigen in den Bahnhöfen funktioniert, weil alles andere hat eben eine Verlängerung von Fahrzeiten zur Folge. Und wir wollen ja gute, attraktive Angebote machen und da gehört eben auch neben Fragen von Komfort und Zuverlässigkeit die Frage von Reisezeiten dazu. Und wir wollen dem Auto und wir wollen dem Flugzeug Konkurrenz machen. Wir wollen auch ergänzend zum Deutschlandtakt mehr Sprinterangebote ermöglichen. All das setzt eine leistungsfähige Infrastruktur voraus und macht eben an einigen Stellen auch Aus- und Neubaustrecken erforderlich. Das dazu und dann die Rolle des Verkehrsausschusses. Was kann der Verkehrsausschuss machen? Das ist natürlich immer auch ein Stück weit eine Frage des Selbstverständnisses eines Ausschusses und auch der Sitzungsleitung und derer, die Tagesordnungen aufstellen. Das kann ich jetzt für diese Legislaturperiode noch nicht sagen, weil wir ja noch ganz am Anfang stehen. Was ich aber sagen kann, ist, dass der Verkehrsausschuss an manchen Stellen eine sehr relevante Rolle spielt, beispielsweise gerade bei den genannten Großprojekten, weil nämlich alle im Bedarfsplan, also umgangssprachlich Bundesverkehrswegeplan, vorzufindenden Projekte in einer bestimmten Planungsreife, nämlich nach Abschluss der Vorplanung, also Leistungsphase 1 und 2 ist abgeschlossen, das ist das Ende der Vorplanung, in den Ausschuss müssen. Das heißt, diese Projekte werden dort vorgestellt, sie werden dort diskutiert und dort wird dann eine Entscheidung getroffen, ob die Planung fortgesetzt wird oder nicht, beziehungsweise wir entscheiden dort auch über solche Fragen wie zum Beispiel über gesetzlichen Lärmschutz oder ergänzende Maßnahmen, die auch dem Regionalverkehr zugutekommen können. Also das heißt, da hat der Verkehrsausschuss ein nicht unbedeutendes Wörtchen mitzureden, wenn es um solche Schienenprojekte geht. Gut, vielen Dank für diese erste Runde. Ich mache gleich weiter mit ein paar Fragen, die vor allem auch hier Zeitrahmen, Planungshorizonte und Ähnliches betreffen. Einerseits die Frage, wie realistisch denn Mobilitätsziele, die für 2030 angedacht sind, angesichts der Planungszeiträume überhaupt sind, sowohl bei Großprojekten als auch bei kleineren. Die anschließende Frage hier auch von Dr. Thomas Schemm von ProBahn, warum zum Beispiel für eine reine Elektrifizierung ein umfassendes Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden muss, wenn vielleicht auch eine einfache Genehmigung, Plangenehmigung genügen könnte, wie man halt eben hier die Elektrifizierungsquoten auch erreichen kann, ob da auch eventuell die Zwischentechnologien auch eine ergänzende Lösung wären, war noch eine weitere Frage. Dann die Frage, wie auch hier Beschleunigungsfrage, wie man mit den Zielkonflikten am besten umgeht zum schnellen Ausbau des Schienennetzes für die Gesamtleistungsfähigkeit und Klimaschutz versus Anrainerschutz und Umweltfragen und den Umgang mit Klagen an Bunden und Verbänden.
Und die dritte Frage zum Zeitrahmen wäre, gerade anknüpfend an den Bundesverkehrswegeplan, ob die Einstufung hier auch dazu führen kann, beziehungsweise ob umgekehrt durch das Verfahren Projekte aus dem vordringlichen Bedarf auch wieder zurückgestuft werden können. Soweit erstmal. So, ich habe ein bisschen mitgeschrieben. Ich hoffe, dass ich dann auch hier auf die Fragen gut eingehen kann. Die Frage 1, wie realistisch die Planungszeiträume sind, wenn es um 2030 oder auch danach geht. Natürlich können wir nicht sagen, wir sind keine Hellseher. Wir können nicht genau sagen, was in 8 oder in 10 oder in 20 Jahren sein wird. Aber natürlich muss man in der Verkehrsplanung immer auch Prognosen anstellen und man muss auch sich vor allem Ziele setzen. Ja, das ist ja ganz wichtig. Man hat in der Vergangenheit einfach Bundesverkehrswegeplanung so betrieben, dass man Verkehrsentwicklungen aus der Vergangenheit linear in die Zukunft fortgeschrieben hat. Ja, also wenn man festgestellt hat, der Autoverkehr hat pro Jahr im Durchschnitt 2% zugelegt, dann geht man davon aus, dass es die nächsten 20 Jahre sein wird und hat dann entsprechend Straßen geplant und bei der Bahn ähnlich. Und wir verbinden ja sozusagen solche Planungszeiträume auch mit verkehrlichen und mit umweltpolitischen Zielen. Und das ist der Paradigmenwechsel, den wir hier einläuten. Ja, also nicht einfach linear fortschreiben, sondern wir wollen auch gucken, welcher Verkehrsträger sich wie entwickeln darf oder muss, damit Umwelt und andere Ziele auch tatsächlich erreicht werden können und die Mobilität gesichert wird und so weiter. Also da ist schon, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir da versuchen zu beachten. Dann Plangenehmigung statt Planfeststellung, hatte ich ja gesagt, das wollen wir unter anderem für das ehrgeizige Ziel, 75% der Strecken bis 2030 elektrifiziert zu haben mit Oberleitung. Wir sind heute übrigens knapp über 60%. Also das sind mehr als 10 Prozentpunkte, die wir zulegen wollen. Das ist sehr ehrgeizig und es ist einfach nicht zu verstehen, weshalb man da so langsam vorankommt, weshalb man da so viel Zeit verbringt. Und ich kann da auch noch dazu sagen, wir sind da jetzt auch unabhängig vom Koalitionsvertrag schon in ersten Gesprächen jetzt gewesen in der Koalition, wie man Elektrifizierung beschleunigen kann. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel dieses Drama, muss man schon fast sagen, um die Mitte-Deutschland-Verbindung. Die ist nämlich an der Bewertungsmethodik gescheitert. Da ist der Wirtschaftsfaktor 1,0 nicht erreicht worden. Das heißt, der Kosten war höher gerechnet worden als der Nutzen. Und dann war das Gejammer groß. Und dann hat man nochmal eine Bewertungsschleife vorgenommen und hat dann höhere Zugzahlen angenommen. Und plötzlich ist das Projekt bei 1,5. Das zeigt, wie schwierig diese Methodik ist und wie problematisch das ist, wenn man eben der Schiene auch kein Wachstum zubilligt, ja, und wenn man keine Umweltziele zugrunde legt, ja. Also ich meine, jede Tonne, die auf der Schiene statt auf der Straße transportiert wird, ist ein Gewinn und dann muss das auch entsprechend berücksichtigt werden. Und ich finde das auch nicht vertretbar, dass wir einen solchen Aufwand machen müssen, dass wir ein Projekt, das alle wollen, durch Schleifen drehen, unzählige Personalstellen für Planung und Begutachtung verschwenden, um dann zu einem Ergebnis zu kommen über Umwege. Ja? Also wir müssen zügiger vorankommen und wir haben da auch schon einige Ideen entwickelt, die werde ich jetzt hier aber nicht verraten. Das ist dann vielleicht Gegenstand, lieber Markus, einer nächsten Veranstaltung. So, zum Thema Beschleunigung haben wir viele, viele weitere Ideen. Ich habe vorhin auch schon die meisten, die wir konkret definiert haben, vorgestellt und verweise ja auch nochmal darauf, dass wir in der Kommission noch nach weiteren Möglichkeiten für schnellere Umsetzungen arbeiten werden. Und da werden wir dann auch Unternehmen, beispielsweise die Bauwirtschaft, mit ihren Ideen einbinden und gucken, wie man da auch rechtlich und naturschutzrechtlich und unter Wahrung von Bürgerbeteiligung und Demokratie zügiger vorankommt. Ich glaube übrigens nicht, dass sich Bürgerbeteiligung und demokratische Verfahren und Beschleunigung ausschließen. Ich finde sogar eher, jede Bürgerbeteiligung wird erschwert, wenn ein Prozess 30 Jahre andauert. Ja, weil welche Bürgerin, welcher Bürger
kann 30 Jahre einen Prozess begleiten. Ja, es ist ja eher so, dass dann immer wieder von vorne angefangen wird. Und das ist nicht produktiv, weder für die Bürgerinnen und Bürger noch für das Projekt, um das es geht. Bundesverkehrswegeplan, klar, theoretisch können Projekte auch rausfliegen. Diese Diskussion, die werden wir im Bereich der Straßen haben. Das ist aber nicht einfach, weil wir wollen gerne welche rausgenommen haben. Andere wollen das nicht. Ich weiß nicht, wie wir uns da verständigen werden. Das ist noch ein echt offener Punkt. Wunderbar, ganz vielen Dank für diese anschaulichen Antworten und den souveränen Umgang mit den teils komplexen Fragenclustern. Wir haben bald so viele Fragen wie Teilnehmende, daher darf ich nochmal um Verständnis bitten, dass wir die nicht alle schaffen und auch keine weiteren jetzt mehr aufnehmen können. Ich mache weiter mit zwei Fragen zum Güterverkehr. Da ist auch die große spannende Frage, wie wir den Lkw-Güterverkehranteil gegenüber dem Schienenverkehranteil senken können. Wenn bis 2030 nur 30% auf die Bahn verlagert werden können. Die Frage, ob das denn ausreicht und ob das nicht überkompensiert wird mit der steigenden Nachfrage auch. Dann eine Frage zum Trassenpreissystem. Das aktuelle, was man ja nicht unterscheidet zwischen Streckenkategorien und Verläufen und dem Start- und Zielorten. Ob es hier Ideen einer anderen Gestaltung oder eines anderen Marktsystems gäbe und wer darauf dann Einfluss hat. Sag schon noch mal kurz das Stichwort, worum es geht. Ich habe das jetzt gerade, weil ich mitgeschrieben Entschuldigung, habe. zu den Ach Trassenpreissystemen, so. weil die nicht differenzieren nach Streckenkategorie und Art der Orte, die sie ansteuern und ob es hier ein Marktsystem geben könnte und wenn ja, wie oder von wem. Noch anschließend direkt zum Preis, eher so aus Nutzerinnensicht im Personenverkehr. Einerseits die Frage, ob für Fernverkehrsangebote auch mit zusätzlichen Anbietern dann auch eine einheitliche Bepreisung bleibt oder einheitliche Vergünstigungssysteme wie Ganznetzkarten wie die Bahncard 100. Und dann noch die spannende Frage Tür-zu-Tür-Mobilität. Oder Mobility as a Service, wie weit wir denn davon entfernt sind, einem einheitlichen Ticketsystem, wie es Mobility Insight oder andere entwickeln, was da auch der Vorteil wäre von dem ticketlosen ÖPNV, um ja Pauschalpreise im Kopf zu haben und nicht jede Fahrt immer einzeln abzurechnen, wie es ja im Vergleich zum Auto dann vielleicht auch nützlicher sein kann oder attraktiver sein kann. Also ich checke hier ein, fahre verschiedene Verkehrsmittel in einen anderen Ort und den Nahverkehr noch mit dazu und komme dann raus. Soweit mein Blog. Vielen Dank. Okay, also Thema LKW war die erste Frage. Verlagerung, kann die Verlagerung so erfolgreich sein, dass sie sozusagen stärker ist als das allgemeine Wachstum von Güterverkehrsaufkommen? So habe ich es verstanden. Das muss es natürlich sein. Das muss es schlicht und ergreifend sein. Wir haben deswegen ja auch viele, denke ich, sehr, sehr gute und auch zumindest stichwortartig konkret benannte Maßnahmen vereinbart im Koalitionsvertrag. Die große Schwierigkeit ist natürlich vielfältig, denn es gibt nicht die eine große Stellschraube, mit der man diese Verlagerungen zustande bringt, sondern das sind viele, viele Dinge, die ineinander greifen müssen. Wir haben auch einen Masterplan Schienengüterverkehr aus der letzten Legislatur oder sogar der vorletzten, der so gut ist, dass wir ihn umsetzen wollen. Leider hat die letzte Regierung da nur sehr wenig draus umgesetzt. Also das heißt, wir haben, um dieses Ziel der Verlagerung zu erreichen, kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben da bisher leider ein Umsetzungsproblem. Und ich hoffe, dass wir in diesen 4 Regierungsjahren da erheblich weiterkommen. Die Ausweitung der Lkw-Maut ist eine Maßnahme. Und ich freue mich, sage ich jetzt auch an der Stelle, lieber Markus, dass jetzt auch die bayerische Regierung inzwischen erkannt hat, dass man gerade für die alpenquerenden Verkehre eine zusätzliche Bemautung machen muss. Denn der Güterverkehr folgt in der Regel eben der wirtschaftlichen Logik. Ja, das, wo es am günstigsten ist, dort fährt er oder damit fährt er. Neben der Frage von Zuverlässigkeit ist es eben, was die Kosten angeht, entscheidend. Und deswegen muss man genau hier entsprechende Impulse für die Verlagerung setzen. Das Trassenpreissystem zu differenzieren,
Da hatte ich vorhin schon unter dem Stichwort Umsetzung des Deutschlandtaktes was dazu gesagt. Also das ist meine Meinung, ja, oder unsere Meinung als Grüne. Wir haben da aber jetzt im Koalitionsvertrag nichts konkret vereinbart. Das heißt, das müsste man dann besprechen. Aus unserer Sicht ist eine Differenzierung unter anderem dafür und dort notwendig, wo man eben auf einer bestimmten Relation zusätzliche Angebote im Fernverkehr der Bahn aktivieren möchte. Also wenn man zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus Baden-Württemberg, Heilbronn ist eine Stadt mit 120 oder ich glaube sogar 140.000 EinwohnerInnen, dort hält aber kein Fernverkehrszug. Wenn man politisch das möchte, dann muss man die Trassenpreise dorthin eben so weit absenken, bis man ein Eisenbahnverkehrsunternehmen findet, das sagt, okay, unter den Bedingungen, da kann ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, was alle 2 Stunden oder einmal die Stunde mit dem Fernverkehrszug hinfahren, dann haben die Menschen dort ein Angebot, das es eben bei den bestehenden Trassenpreissystemen nicht gibt, weil es sich nicht rechnet. Ticketpreise, Fernverkehr einheitlicher, unabhängig vom Anbieter. Also da vielleicht 2 Antworten, damit decke ich auch schon die nächste Frage ab. Wir haben ja diese Idee des Mobilpasses, das ist jetzt eine Begrifflichkeit von uns Grünen, aber was Ähnliches haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, eben eine Plattform, über die verschiedene Verkehrsmittel, verschiedene Verkehrsträger, aber auch dasselbe Verkehrsmittel von verschiedenen Anbietern gebucht und bezahlt werden kann. Das heißt, ich kann dann sowohl mit der einen App mit der Deutschen Bahn buchen und bezahlen, als auch mit FlixTrain. Die Frage, die darüber hinausgeht, ob das dann auch sowas geben kann wie ein Einheitspreis oder vielleicht auch eine Anerkennung von Tickets, das ist eine äußerst komplexe und komplizierte Sache, denn im Fernverkehr haben wir ja eine wettbewerbliche Orientierung. Das heißt, es gibt keine Ausschreibungen, es gibt keine Tarife, die politisch festgelegt werden, sondern die Fernverkehrstarife werden von den Unternehmen festgelegt. Daran wollen wir auch nicht rütteln. Aber wenn wir den Wettbewerb fördern wollen und mehr Unternehmen unterwegs sein sollen, also zum Beispiel FlixTrain neben der Deutschen Bahn und dann vielleicht noch mal weitere Anbieter, dann müssen wir natürlich schon auch dafür kämpfen, dass es dann eine Anerkennung zum Beispiel in solchen Fällen geben kann. Ich habe ein FlixTrain-Ticket und der Zug fällt aber aus und ich bin dann gezwungen, mit der Deutschen Bahn zu fahren. Was mache ich dann mit dem Ticket für einen Zug, der nicht fährt, aber ich muss an mein Ziel kommen? Ja, solche Fragestellungen werden wir lösen müssen. Die sind aber extrem komplex und sehr kompliziert. Das wird nicht auf die größte Begeisterung der Eisenbahnverkehrsunternehmen stoßen, aber das ist auf der To-Do-Liste, dass man das Thema entsprechend angeht. Thema Nulltarif, da kann man sich drüber streiten. Meine persönliche Meinung ist, Finger davon weglassen. Das kostet einen Haufen Geld und viel entscheidender ist die Verbesserung der Angebote, weil wir wissen aus manchen Städten in Europa, die das haben oder hatten, dass der Effekt nicht der gewünschte gewesen ist, dass es sehr teuer und immer teurer geworden ist und dass viel entscheidender für die Akzeptanz öffentlicher Verkehrsmittel immer das Angebot ist. Das heißt, die Regelmäßigkeit, also die Taktfrequenz, aber auch die Zuverlässigkeit, das heißt die Pünktlichkeit und die Möglichkeit natürlich auch gesichert umzusteigen, sich darauf verlassen zu können, dass ich dann meinen Anschluss kriege. Das ist viel, viel entscheidender. Das hat mit Qualität zu tun, mit Verlässlichkeit, mit Planbarkeit als der Preis. Wir wollen auch an den Preis gehen. Wir können uns da manches vorstellen. Auch die Senkung von Trassenpreisen eröffnet Spielräume für niedrigere Takticketpreise. Wir haben im Fernverkehr bereits die Mehrwertsteuer gesenkt. Das hat zu einer Preisreduzierung geführt. In Baden-Württemberg haben wir zum Beispiel Tarifreformen durchgeführt im Regionalverkehr. Zum Beispiel in der Region Stuttgart, da ist dann für viele Menschen die Nutzung von Bus und Bahn um 20 bis 40% günstiger geworden. Ich kann aber sagen, es hat keinerlei, so gut wie keinen Umsteigeeffekt gegeben. Auch bei 40% Preisreduzierung. Man muss einfach mal sehen, die Menschen sind, was ihre Mobilitätsentscheidungen angeht, extrem ihrer Gewohnheit verhaftet. Ja, die gucken nicht jeden Tag in den Fahrplan, was besser geworden ist oder was jetzt preiswerter ist. Und ich sag mal,
wenn alle aufs Geld gucken würden, dann würde auch keiner fette Autos fahren, ja, weil die ergeben keinen Mobilitätsvorteil gegenüber kleinen und sparsamen Autos. Also das heißt, die Entscheidung findet nicht immer entlang von ökonomischen Fragestellungen statt. Wenn es um den Personenverkehr geht, im Güterverkehr ist es anders. Die Firmen, die rechnen, ja. Aber der Private, da gehören halt noch viele andere Dinge dazu. Renommee, Gewohnheit. Man hat das Auto halt und nutzt es dann einfach. Und wie gesagt, da muss man dann in erster Linie beim Angebot ansetzen, aber auch dann da dafür werben, um es bekannt zu machen. Und man braucht den langen Atem, denn ein besseres Angebot führt nicht sofort zu mehr Fahrgästen. Das ist auch ein Erfahrungswert, sondern die Leute halten sich oft erst mal ein bisschen zurück und beobachten, ist es von Dauer, ist es nächstes Jahr auch noch im Angebot und so weiter. Und dann hat man peu à peu dieses Wachstum, wenn man die Angebote entsprechend ausbaut. Also Qualität steht im Vordergrund. Super, vielen Dank, Matthias, auch für die Beantwortung der letzten Runde. Bis auf ein paar kurze Punkte habe ich noch, die mehrfach auch kamen. Habe ich mit Fabian geklärt, dass ich dir die zum Schluss stelle. Sind noch 108 Leute da, obwohl wir schon nach der Zeit sind. Insofern hängen wir noch ein paar Minuten dran, würde ich sagen. Genau. Und ich habe noch, hoffe ich, sehr spannende Hinweise für die nächsten Webinare. Da wäre es mich natürlich auch sehr freuen, wenn noch 2 bis 3 Leute da wären. Deswegen vielleicht ganz, ganz kurz. 2 Sachen kannst du vielleicht mit einem Nicken oder Kopfschütteln beantworten. Mehrere haben gefragt, wann kommt die neue Standi? Die neue standardisierte Bewertung im März ist angesagt, gell? Ja, Ja. es ist so, nun muss ich noch kurz anmerken, dass die neuen Kostensätze dann noch nicht vorliegen. Das heißt, man hat dann eine Formel, aber die Werte, die man in die Formel einsetzt, die werden erst später kommen. Das heißt, man hat eine neue Formel, muss dann aber die alten Kostensätze einfügen. Das heißt, man kann sie anwenden, aber sie wird vielleicht noch nicht überall genau zu dem Erfolg führen, den man sich damit verspricht. Und dann haben auch noch mehrere gefragt, wie ist es mit der Bedarfsplanüberprüfung der BPÜ? Da ist die Antwort, wann kommt die denn endlich? Weil man sich teilweise höhere, teilweise niedrigere Werte erhofft, je nachdem welches Projekt und welche Ausgangsbasis. 2023 ist da die Ansage, ne? Da sind wir noch innerhalb der Koalition im Gespräch. Was jetzt gelaufen ist oder in Auftrag gegeben wurde, ist die Verkehrsprognose. Das ist einer der ersten und der zentralen Schritte, um diese Bedarfsplanüberprüfung machen zu können. Gut, und dann noch führt mich das noch auf den letzten Punkt, der auch sehr, sehr oft genannt wurde und wo auch viele VertreterInnen anwesend sind. Das ist eben unser Lieblingsthema Brenner. Lieblingsthema bitte ironisch gemeint. Also haben ja da viele Runden schon dazu gehabt und viele Gespräche und Veranstaltungen dazu. Also vor allem du, ich bin ja eigentlich nicht zuständig, das ist ja Bundesprojekt. Warum muss alles über München? Wie kriegen wir das hin, dass nicht alles über München fährt? Stichwort Rosenheim, Mühldorf, Landshut, was ja Dobrindt aus dem Bundesverkehrswegeplanentwurf geschmissen hat vor einigen Jahren. Wie kriegen wir das da wieder hinein, dass nicht alles über München kommt? Und wie schaut denn, wir haben mehrere teils hoffnungsvolle, teils sorgenvolle Nachfragen. Du sprichst von Beschleunigung, im Koalitionsvertrag Beschleunigung, der Strecke bis zur Staatsgrenze. Wie schaut denn das dann konkret aus, die Beschleunigung? Also was hat das für Auswirkungen? Vielleicht schaffst du da noch eine kompakte Antwort, obwohl ich weiß, dass die Frage komplex ist. Ja, also die Beschleunigung funktioniert natürlich vor allem für Projekte, bei denen erst begonnen wird zu planen, weil dann hat man den gesamten Planungsprozess, den man anders aufbauen kann. Deswegen ist es jetzt schwer zu beantworten, welche Maßnahmen jetzt bei einem Projekt, das schon am Laufen ist, wo man sich ja auch schon vorverständigt hat auf Trassenverläufe. Da kann ich das jetzt noch nicht einschätzen, ob das nennenswert zu einer Beschleunigung führt. Was die Entlastung von München oder die Umfahrung angeht, da gibt es natürlich Möglichkeiten. Wir haben da insbesondere den östlichen Raum von München im Blick, wo es eine nicht elektrifizierte Strecke gibt, die auch eine Entlastungsfunktion haben könnte. Also wir denken da schon auch im Netz und unser Ziel ist nicht, mit möglichst vielen Gleisen nach München reinzufahren, sondern nach München sollen die reinfahren, die nach München rein müssen, weil dort halt etwas ist, für den Güterverkehr oder für den Personenverkehr. Und ansonsten gucken wir, inwiefern sich vorhandene Strecken entsprechend ertüchtigen lassen. Super,
Vielen Dank, Matthias. Dann zunächst mal erst noch ein Dank an den Fabian. Der hat jetzt ganz schön geschwitzt zu abendlicher, arbeitnehmerunfreundlicher Zeit, denn das waren echt viele Fragen. Ich habe sie ja auch gesehen. Einige haben wir auch nebenbei schnell beantwortet. Schlampe kurz und ich teilweise mit Tippfehlern, mit dem Nachsicht. Es waren echt viele. Gut gemacht, gut geclustert, gut eingebracht. Vielen Dank. Danke dir, Matthias, für die Beantwortung der Fragen. Bevor